dritter und letzter Tag. Interessante Themen warten noch und vor allem zum Schluss die Heimreise, auf die bin ich dann gespannt. Soll angeblich echt toll werden, aber jetzt schauen wir uns mal Knoppingstag 3 an. Den Wellnessbereich, den habe ich ja noch gar nicht angeschaut. Ja, nicht. Ein Schwimmbad gab es da. Mhm. Die Bademäntel kannst du kaufen. Als Erinnerung. Die Sudokus lösen. Mal schauen, was das Horoskop sagt. Sehr positiv formuliert. Ja, ja. Speicher auf dem Raspberry Pi, der...
Die Bremsung, aber ein Baum liegt auf der Strecke. Ja, mei. Richtiggehend abenteuerliche Hangrutschung und der Baum liegt auf die Gleise. Das müssen sie zuerst händisch wegräumen und dann geht's weiter. Aber die Stimmung ist gut. Kaum zu glauben, inzwischen erfährt man, dass sogar die Feuerwehr kommen muss. Schauen wir mal, wie weit die heute noch kommen. Spaß macht das. Das passiert bei der ÖBB nicht so. Das war Herre gewollt. Kein Problem. Gut, dass es nicht aufgefallen ist. Ja, nicht scheiße. Wie kam es eigentlich dazu, dass er einen Baum umgebracht hat? Ja, weil es zu gelenkt hat. Das hat alles nachgegeben. Hat es nachgegeben. Hat David da? Das ist okay. Da haben wir schon gebraucht. Ja, passiert das, ne? Ja, mein Gott. Ein B hat zwar nichts. Das ist wichtig. Das ist geil. Schon alles springen im Gesicht. Da fliegt es. Was will Sie, Christian, sagen? Was er das gleich weitergibt? Jetzt hole ich mir noch schnell ein Bier. Zug sichern und dann schauen, wie der Betriebsleiter weiter entscheidet, was passiert. Schaut noch länger aus. Schaut noch länger aus. Oh, oje. Gibt mir eine Wurst sein? Das sicherlich. Aber das ist Jasmin. Wir werden ja gefahren. So, jetzt stehe ich schön in Weiz. Die haben mich doch glatt da extra hergebracht. Einer von den Mitarbeitern von dem Verein hat mich doch tatsächlich da nach Weiz gebracht, damit sichergestellt ist, dass ich den Anschlusszug, eigentlich den Anschlussbus da, erwisch. Und die waren alle sehr erstaunt, dass es da nicht nur Vergnügungsgäste, sondern auch reguläre Fahrgäste gibt, die das als Anschlusszug nehmen. Ein Abenteuer. Da ist anscheinend der Hang runtergerutscht und Baumstämme und Geröll und alles. Und die Lok ist da reingefahren. Ja, Ende. Jetzt müssen die Fahrgäste da aussteigen. Die haben Busse organisiert und die bringen sie nach Birkfeld und nach Weiz. Das dauert allerdings. Und das kann sein, dass sich das nicht ausgeht bis zu meiner Busabfahrt. Ja, jetzt stehe ich da. Und man sieht, dass da jetzt voll viel los ist. Die Hölle. Also dann, auf geht's.